Moin Moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme vom Minecraft Pango Wars Projekt. Genau, und ja, wir sind hier. Ich habe ja gesagt am Ende vom letzten Part, ich kümmere mich ein bisschen um Essen. Wir haben jetzt hier Schafe und Kühe und so, die Hühner, genau. Dass wir ein bisschen leveln, dass wir auch Ding haben, Wolle, genau. Und ja, können damit wieder mehr machen. Ja, wir sind ja fast verhungert. Ist nicht genügend, ich muss noch ein bisschen haben. Weizenkörner und so Weizen. So. Ich war da oben und habe ich diese Surkop gefunden. Also wir sind nebendran vorbei, aber wir haben sie, glaube ich, nicht eingesammelt da vor ein oder zwei Parts. Das ist der zweite Part noch gewesen, denke ich mal. Und Loli ist ein bisschen wichtiger zum Essen machen. Will ich gleich noch zeigen. So, okay, wir müssen auch noch mehr werden. Erst vier. Jo, dann nehme ich noch ein bisschen Wollöl mit. So, genau. Also, ich habe noch gefischt, genau, und ein bisschen, einfach noch ein bisschen weiter die Gegend erkunde. Ich werde kurz zeigen, wo ich war. Also, ich bin einfach hier oben, ist ungefähr hier, hier ist so ein Abgrund, und habe hier rüber geschaut. Ist nochmals ein großer Vulkan. Und ein dunkler Wald scheinbar, wo wir den Start schon gesehen haben. Genau, und habe hier halt natürlich überall die Tiere gesucht. Also es war sehr aufwendig, da ein bisschen, ja, herumzulaufen. So, ihr merkt es vielleicht, ich bin nicht ganz so ausgeruht. Ich habe es ungefähr um 6 Uhr morgens gemacht, weil es mir einfach, ja, ich bin einfach schlaflos gewesen. Und musste irgendwas machen. Und es zögert sich halt. Es zögert es sich halt extrem aus. Also es ist wirklich gerade schlimm. So, jetzt löst sich langsam. So, einfach mit der Gesundheit, mit dem ja, mit der Luft und alles. Hatte ja Keuchhusten und bin immer noch sehr, ja, kraftlos und so. Gut, jo, ich muss alles ein bisschen sortieren. Wir müssen einfach alles voll machen. Es gibt Bäume, die brauchen nur 2 Früchte. Und das ist so ein Spezialbaum, der braucht halt 8 Früchte. So, dann gehen wir mal hier hoch. Platz. Gut. Also, und, jo. Wir haben jetzt einfach Brot. Wir gehen vielleicht nochmals ein Dorf erkunden. Was wollte ich genau dringendst machen? Haben wir irgendwo Fichten? Hier noch nicht angepflanzt. Doch, nein. Okay. Kurz noch die Fichten anpflanzen. So. Dann einfach warten, bis der Baum ist. Währenddessen vielleicht noch mal ein bisschen Garten arbeiten. Und die wichtigsten Sachen machen und kurz Kuh, nein, Zeppers, leveln. Ich will immer noch auf Magic mehr, weil dann können wir wirklich Spells casten, bis dann die Bahn trotzdem aus ist, weg ist. Die Angel kann ich hier lassen und wir haben noch ein bisschen Weiz. Gut. So. Ich habe gesehen, ich werde es auch kurz zeigen. Komm, bauen wir noch ein Boot kurz dafür. Boot ist nicht mehr toll zum schnell vorwärts kommen. So. Das ist so ein Pet, das kann man gar nicht zähmen scheinbar. Also man kann es schon zähmen, aber mit irgendwas anderes. Das ist aber ein Typ Wächter-Variante, es ist mixed.
Und Player-Kompagnons, also wirklich so ein Haustier, also so ein Begleiter-Mod. Gut, aber genau weiß ich das natürlich noch nicht. Das eine habe ich ja im letzten Part schon gesagt, ich muss unbedingt 4 Keramik haben. Baupauke? Hab ich noch nie gehört von der Frucht. Oh, ich muss noch kurz schauen. Ja, überraschen wir uns mal, was wir mit den großen Frucht machen können. Ja, das ist wieder so eine Frucht, die 8 bracht. Was will der Mod noch sein? Er tut alles ein bisschen viel schwieriger machen mit Essen. Aus Gems Hauskraft 2. Und er fügt jetzt auch noch mehr schwierigere Kräfte Rezepte ein, oder? Also, was man noch mehr braucht. Ich muss das markieren. Bau, bau. Wir bekommen sonst zu wenig. Also wir können da wenig vervielfältigen. Genau. Und jo. Ah, jetzt auch Schafe gegeben. Oh, eine Wüste. Geil. Also das mit den Fruchtbäumen, das ist ja halt ein riesiges Pflaster. Da nimmt man so viel mit und hat einfach keinen Platz. Also nicht alles mitnehmen, sondern einfach die seltensten. Avocado, das ist doch irgendwie auch wichtig. Einfach mehr von Markierungen machen und sie halt immer deaktivieren, löschen oder gruppieren. Also es ist ein Gebäude, es ist gar nicht Sand gewesen. Komme ich nicht raus. Ja, es ist einfach so. Wohl ein großes Dach, gehört auch ein Dorf. Und irgendwo haben wir doch auch noch ein Dorf gefunden, wo wir noch nicht erkundet haben. Genau dieses fliegende Dorf. Und alle anderen haben wir betreten hier. Es geht da hin. Ah, hier im Berg drinnen. Aber es ist schwer zu erkunden. Okay, gut. Jo, dann gibt es ja noch das Livestream Modpack Medieval, der neuesten Version. Und das ist natürlich auch wieder viel neu. Bin fast ein bisschen erschlagen von dieser. Wie? Keine habe ich. Könnte ich einen Dreizack holen? Also die Gebäude muss ich nicht alle betreten. Das kann man immer nacheinander. Nach. Ja. Irgendwann danach machen, genau. So. Und ja, die meisten Gebäude haben einfach zu wenig Nutzen. Man geht rein und schaut, dass irgendwas Mechanisches oder so drin. Aber es ist auch nichts, was man immer wieder braucht oder auch direkt mitnehmen kann. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich jetzt in diesem Dorf alles finden kann. In der Mühle vielleicht noch. War da nicht eine Kiste? Nein, ich glaube nur Ballen. Ja, genau, diese Holz, diese Strohballen. Okay, nochmals ein Wegpunkt. Genau, hier auch wieder nur mechanisches Zeugs. Lifestyle. Lichtwaffen. Ah, nur in leichten Waffen. Genau diese Dinge möchte ich mal mitnehmen, wenn es das geht. Ja, sie gehen. Einfach auch so optisch in einem Dorf, wo wir bauen. Kartoffeln, Chips Daylight, mit Weißkohl, Strohbündel. Nice. Das ist einer der besten Mods. Der gefällt mir sehr, aber ich kann ihn einfach nicht. Kann nicht sagen, was das alles so verbessert sozusagen.
Ich weiß nur, dass es es gibt. Also. Also Bienenstock. Nehmen wir mit. Sehr gut. Aber ich wollte ja ein Dorf haben, wo wir einfach handeln können, immer ständig. Da haben wir also das. Genau, und den Pfeil. Macher-Table nehme ich nicht mit. Okay, Savanne mit einem blauen Baum haben wir. Ich glaube, gelb haben wir nicht. Kann das sein? Vielleicht aber auch eine andere Farbe. Meine Güte. Ich bin so geflasht. Ich bin so froh. Aber sie überfordert mich fast immer wieder ein bisschen. Ich muss überall hinschauen. Ich kann gar nicht so gut moderieren. Muss immer wieder, ich werde so abgelenkt von diesen vielen Details, was man hier alles bauen könnte. Ich muss mir einfach diese Zeit oder auch geben. Das wird halt ein großes Projekt. Da muss ich auch ein bisschen Geduld haben, wenn ich nicht so schnell vorwärts komme. Ich muss ja auch alles entdecken, oder? Und nachschlagen. Und ja, ich hatte jetzt nicht so viel Zeit, um etwas zu lernen, aber ich habe ein paar Sachen schon rausgesucht, keine Sorge. Die ich aber jetzt einfach noch nicht machen kann. So, aber wir kommen ja jetzt um mein Dorf. Also ich könnte eigentlich hier das Dorf gründen. Oh, das ist irgendwie der Savannenberg dann. Map, mach mal richtig. Wo richtig? Ja. Also die Map ist echt nicht gut eingestellt. Ich weiß gar nicht, wie man das macht. Jetzt los. Jetzt ladet es länger. Jetzt. Gut. Was ist denn das? Ein Haus. Okay, das ist auch ein Waypoint-Ding. Kartografie. Tiefseemesser. Maximale Distanz. Blendfoliage. Nicht, oder? Es ist auf jeden Fall heller. Also irgendwie so zwischen den Biomen gibt es dann irgendwie etwas zum Anze also eine Anzeige in der Linie oder so. Okay. Wir sind ja stark, wir haben ja gelernt. Okay. Okay, momentan sind nicht so viele da. Gar keine mehr. Hey. Ich hängen bleiben. Okay. Was haben wir denn da? Der Eisenhelm nehmen wir mich. Endloses Glück. Bombes Teilen. Wegtet Minigun Ammo. Okay. Also. Dunkelstahlbahn. Lichten Holzknopf. Lange nicht. Eine Quellwerder zum Anpflanzen. Holzzahnrad. Noch mehr Eisen. Okay, zwei verschiedene Eisen. Haben wir Kartoffeln? Ich glaube nicht. Genau. Das ist das Problem. Wieder mit dem Inventar. Also, Iron Leggings. Ich lasse mal die Ausrüstung hier. So, Langsamkeit. Geil. Okay. Eine Zwiebelkiste. Drei Stück, okay. Wilden Flügel. Ja, okay, nehmen wir die auch mit. Wegen Beschwörung. Vielleicht können wir so eine Art Necromancer werden. Jo. Okay. Cool.
einfach so ein Sammler. Okay, da ist dann Hilfsgeist. Schön zwei Stück sogar. Da ist noch einer. Nein, Hilfe. Okay, ich muss, glaube ich, jetzt so langsam. Okay. Auf Intelligenz gehen. Und einfach die ersten Zauber kriegen. Und da habe ich mich eben ein bisschen vorbereitet. Aber ich kann noch nicht so viel sagen. Es sind halt einfach diese Tutorials, die ich angehört habe. Okay, jetzt kommt dann der Ozean, genau. Ja, wo denn? Da. Bisschen Sand mitnehmen. Ah, wir haben voll. So Sachen mache ich dann einfach natürlich nicht in der Aufnahme. Vielleicht im Livestream. Genau. Aber da habe ich ja schon ein anderes Projekt. Da ist der gelbe Baum und da vorne ist noch dieses Haus. Das könnten wir dann auch noch looten irgendwann mal. Weil das geht kaputt, wenn er die Kiste öffnet. Das ist eine große Sprengung. Ich glaube, wir sollten langsam zurückgehen und schon die Richtung. Sind wir sowieso wohl. Gehen wir vielleicht ja, ein andermal zum Ozean. Damit wir vielleicht etwas Neues entdecken. Zum Ruderplatz zum Bauen. Und hier ist eine Wüste. Okay, wir sind hier. Wo genau? Da. Jetzt müssten wir eigentlich zurückgehen. Dann rechts. Ich wollte aber das Schwarze hier oben nochmal kurz anschauen. Mal kurz in die Richtung. Genau, es ist einfach der Boden ist schwarz und dann hat es Gräser. Okay, nicht so interessant. Ich dachte, also es gibt in Baums und Plenty, glaube ich, ein richtig dunkles Biom, wo man auch ein bisschen Nebel und so hat. Mir gefällt es zwar nicht so, eben wegen dem Nebelbaum. Und ja, weil man auch nicht weit sehen kann, aber man kann die Bäume auch irgendwo anders hinpflanzen, dann hat man das gleiche Biom sozusagen, ohne Nebel. So, diese Bäume müssen wir dann noch einmal holen. Und ja, eben weiterhin halt einen besseren Platz finden zum meinem Dorfbau. Also ich weiß, kann man auch in der Luft oder im Ozean bauen, aber das ist doch ein bisschen zu viel verlangt am Anfang. Was ist das für ein? Ah, das Wort. Was macht der? Auf einer Biene sein. Gut, geschafft haben wir es. Die Biene ist noch böse geworden irgendwie. Also die ist schon vorher böse gewesen. So, denke ich mal. Die habe ich nicht getroffen. Und einen Bogen haben wir gefunden. Gut. Knochen mit Griff. Austrocknung Bogen. Schön. Ich tue mal einfach die Spitzhacke weg. Ah, die ist verzaubert. Flexibel Griffen, flexibel Knochen. Kann ich ja irgendwo farmen. Ah, die bringt einfach Intelligenz, also Dinge, mehr Erfahrung. Wir brauchen Knochen unbedingt. Also Sachen nehmen, die muss man ja nicht reparieren. Das ist ja nicht so schön. Wenn wir die einfach verlieren. Könnte man auch immer wieder finden, denke ich. Wo ist jetzt das Skelett hier? Gut. Ah, das sind die Wassereffekte. Sir Mary.
Ich möchte halt unbedingt irgendwas mit Magie finden, also ein Zauberstab oder ein Buch, irgendwas, das nicht verschwinden möchte. Ich bin blind, nein. Das blöde Skelett. Okay, der schießt auch irgendwelche Zauber. Soll ich den mal töten, den Kitsune? Ist nämlich auch böse. Der ist nur blöde, zu mir zu kommen. Naja, ist auch böse. Habe ich Pfeile? Nein. Was ist das denn? Orki. Also weil du mich angreifst. Mach einfach einen Wasserkampf, weil du mich angreifen kannst. So. Und. Tot. Oh, nicht ertrunken. Ungefährlich. Keine 30. Was hast du gegeben? Du hast irgendwelche Kitsune Körperteile gegeben? Mindestens eins. Wo sind sie? Ich sehe, weil die Bo auf dem Boden liegen, sehe ich die einen gar nicht gut. Da habe ich eben was, ich habe nur das angewandt. Nicht gut. Die Merzen, wie ist es da? Sehr verhangen bekommen wir genug über, aber die Zombies, die dauern halt auch noch. Ja, tun wir einfach das Boot mal weg. Ist auch irgendwas. Mining Speed. Hä? Es ist nur optisch gewesen, es ist nur eines von dem Zerfall vom Physik Mod gewesen. Ich sah irgendwie so eine Klaue, die blutig war. Ich dachte, das wäre etwas für uns. Was ist das? Das Boot gewesen? Okay. Also scheinbar haben wir nichts von ihm bekommen. Es hat so einen Random Mod. Genau, Fäden können wir eigentlich gebrauchen, aber das können wir auch herstellen. Ist egal. Ja, ich denke, ich werde einfach mal schlafen, sobald ich kann. Und der Boss ist einfach wieder weggegangen. Dieser epische Gegner. So schnell hier gewesen. So eine schnelle Spinne kann ich nicht gebrauchen. Da kommt eine Libelle, okay. Ich Gift machen. Nein, ich Gift. Die Dusel. Boah, ein ganzes Schwert haben wir. Alles das Libellen selbst. Gut, aber wir haben es gut überlebt. Wow. Sehr spannender Kampf gewesen. Sehr viele Monster sind gekommen. Gut. Nochmals ein Level up. Wow, wie schnell das geht. Kopfmünzen. Sieht ein bisschen wertvoller aus als nur Kopfmünzen, weil sie so viereckig sind und so ein Symbol haben. Dachte ich, das wäre etwas anderes noch. Grapefruit. Okay, muss ich merken. Dann
Ja, können wir langsam zurückgehen. Der Händler hat irgendwas. Wieder ein Zombie-Kopf. Bärendekoration. Wo ist er nicht? Irgendwo hinstellen. In einer Gare oder so. Also, jo, wenn ihr das noch nicht so weit wisst, wir haben ja ein bisschen drüber geredet, wo wir das Haus machen. Das machen wir auf dem See. Und daneben können wir auch noch mal so ein Dorf bauen. Oder einfach irgendwo in der Weite. Also, man sollte einfach teleportieren oder so. Damit wir nicht ständig immer sehr weit laufen müssen. Aber so Dörfer, die brauchen halt einfach ziemlich eben, weil die KI halt wirklich noch nicht gut ist. Und überall hängen bleiben, sonst tut jeder, bleibt irgendwo hängen. Ich muss jetzt, Mann, wo ist denn dieser? Sind wir auf dem Wasser, ne? Oh, hier in der Nähe. Wo ist der Spielerknopf? Ah, da unten. Okay, dann müssen wir wieder eher mit dem Boot hier nach links. Gut. Also mindestens ein Dorf, wahrscheinlich das Anfangsdorf, probieren wir einfach so ein bisschen zu, jo, realistisch zu bauen. Wir machen andere Dörfer dann. Eine Melone. Wo sitzt die Melone da? Atlantis, Atlantia und viele Melonenfrucht. Also einfach ein Dorf tun wir schön ein bisschen dekorieren, schön ein bisschen optisch schön machen und wir versuchen dann einfach noch ein paar Dörfer zu machen, wo wir die Baustile so ein bisschen zeigen. Vielleicht auch ein bisschen dekorieren natürlich, je nachdem, was optisch halt ein bisschen interessant aussieht dann. Dann auch nochmal so ein normales NPC-Dorf machen mit Shops. Und ja, es wird sich dann alles zeigen, worauf wir Lust haben, was Sinn macht. Also kann man dann ins Wasser setzen. Ja. Ah, ich habe Wasser gefunden. Das zeigt mir das Wasser an. Cool. Ich sehe vor lauter Wasser. Ich pflanze nicht mehr. Viel Sinn, wenn wir einen Inventar voll haben. Doch nochmals kurz drüber zu gehen. Eine Quellbeere. Kann die anpflanzen? Ja. Cool. Haben wir irgendwas Holziges? Wir können einfach mal die Kisten hier reinlegen. So. Kerne haben wir eben nicht. Die Pau-Pau muss ich ja noch sammeln. Die lasse ich mal im Inventar. Kartoffeln mal anpflanzen. Ja, die sind eigentlich gute Nahrung so zum Knabbern. Pflanze ich mal alle an. Und sonst haben wir eigentlich nur so Loot. Denke, die Armbrust nehme ich mal. Ich nehme sie einfach mit, wenn ich ihr Ding habe. Beide. So schnell wie möglich. Bienenstock, genau. Wie kommen die Bienen? Die Bienen müssen wir auch mit einem Seil dann herbringen. Wir haben ja Schleime. Ich kann ja einmal eine Leine machen. Eine Leine, mit Fäden haben wir nicht. Ja, aber so. Ich habe, glaube ich, ein. Ja, ich habe einen zu wenig. Wie war das nochmal? Ja, wo bist denn denn? Die Leine hier. Ah, doch so. Doch andersherum. Okay.
Können wir, glaube ich, aber nochmals werden. Gut, wunderbar. Na, hier oben haben wir auch noch eine Biene. Also, wie mache ich das? Ich möchte gerne diesen Baum hier als Bienenreservoir. Dann brauche ich hier noch in der Nähe Blumen. Ich hole einfach mal eine Biene. Und ich weiß nicht, wo eine andere Biene noch ist. Was ist das hier? Ich sehe das ein Wolf. Wolpertiger, Trockenmähen. Jo. Ah, da ist noch dieser. Also es gibt ein paar Samurai-Waffen und so, und der macht irgendwas, vielleicht eine Ausbildung bei uns. Wahrscheinlich ist ein Trainer. Hier unten. Also ich mache jetzt einfach mal 2 Stunden von diesem Projekt heute, denke ich, oder morgen. Und ich starte einfach das andere Projekt einfach einen Tag später oder so. Oder falls ich einfach weniger zu tun habe hier. Oder das erschlägt mich fast oder das bekommt man einfach gar nicht. Ja, es ist auch schon der Part zu Ende. Ich tue einfach die Biene mal zurücktun, gell? Ich werde sie einfach euch zeigen. Kurz, wo sie ist. Sie ist da irgendwo. Da. Genau. Hier ist die Biene. Die tue ich zurück. Und der Part ist jetzt einfach schon lange genug. Ich gehe, glaube ich, hier oben durch. Es könnte sein, dass da noch ein Bienen. Wabe ist eine Wildbienenwabe. Jo, wenn ich 2 habe, kann ich ja mich ein bisschen drum kümmern, dass sie sich vervielfältigen. Okay, ist noch ein Turm. Gut, dann Dankeschön fürs Zusehen und jo, nächsten Part können wir dann wieder mehr machen. Jo, bis dann. Tschüss.